Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragon Quest Builders 2. So, was macht man morgens, wenn man als erstes aufsteht? Genau, holt sich Kaffee, schmeißt Dragon Quest an. Denkt sich, ich hab noch eine Stunde, los geht's. Oh, Sinn, du bist Augenblick von müde Augen. Meine müden Augen sagen, dass du einen wilden Haufen wilder Seebären mitgebracht hast. Sind deine neuen Kumpels was? Na, wenn sie bereit sind zu schrubben, was geschrubbt werden muss, können sie gerne an Bord kommen. Sollen wir Segel setzen und zum einen des Erwachens aufbrechen? Hallo? Sid? Wo ist was? Wer? Achso, der Sergei. Ach, die kommen sich zu verabschieden, oder? Das war doch viel mehr. Sie wollen nicht gehen, ohne Adieuchen zu sagen, oder? Lass uns dich wenigstens verabschieden. Ach du Scheiße, das war doch gar nicht so... Wow! Adieuze, nach all dem, was du getan hast, steht Hammerholm für immer in deiner Stimme. Als da die Kinderhaken und verschwunden sind, kann ich die Impel auf eine fabulöse Zukunft freuen. Soll aber, dass du so tiefsig wirst, als wunderschönes Fräulein Babs zu nehmen, wundert mich doch sehr. Sie ist der wahre Schatz von Hammerholm. Ja, Zeit, jetzt kümmern wir uns um sie, also kannst du dich schon mal dran gewöhnen. Ich schätze, es wird Zeit. Singen wir los zum Eiland des Erwachens. Ich kann dir gar nichts sagen, wie ich bin, das Metall aus Hammerholm in den Zweck zu bringen. Da ist stolz, Teil davon zu sein. So, aber ich auch, Freunde. Ich hoffe, dass ihr mich... Ich hoffe, dass ihr mich in die Geschichten über Abenteuer und Späße heilen wollt, falls ihr je nach Hammerholm zurückkehrt. Adieu. Heroisch im Hammerholm. Im Hammerholm? Keine Ahnung. Alle an Bord, damit wir losschippern können. Zeit, Segel zu setzen. Ja, dann mach doch jetzt endlich. Aber jetzt bist du kein Frachtschiff mehr, du. Du bist ein Frachtschiff, du Arsch. Wie meiner den einfach wegschieben. Und auf Käffchen. Damit findet das Abenteuer auf Hammerholm zu seinem Ende. Sinn und Malros stechen mit ihren Freunden in Richtung Eiland des Erwachens in See, wo Lulu und die anderen bereits auf ihre Rückkehr warten und wahrscheinlich nichts gemacht haben, die Penner. Weil die Zeit auf diesem scheiß Eiland des Erwachens stehen bleibt, wenn ich weggehe. Normal müsste ich da jetzt hinkommen, nach zig Stunden Arbeit auf Hammerholm und dann, hey, wir haben hier 10 Millionen von jeder Sorte, was du angebaut hast. Passt! Naja, wird nicht so sein. Sinn und sein Kram aus dem Aufbewahrungssack. Sinn, Malros. Kannst du schon wieder angrennen? Ah, und die anderen, Alter, ich hab bloß gesehen, wie sie angesprungen kommen. Oh, da ist der Bär, der geht in die andere Weg. Willkommen zurück, ihr wart ja so lange weg. Sind also deine Kumpels, Sinn? Tag, Jungs. Alles klar, Mädels, Alter, was geht's los mit dem Bauen? Wer sind die Leute? Sind das die neuen Bürger von der Lutopia, die du anwarten wolltest? Und was ist das für ein grauenhafter, schweißiger Gestank? Hi! Du musst Lulu sein, schön dich kennenzulernen, ich bin Babs. Wir sind alle aus Hammerholm. Schön dich kennenzulernen, ich bin Babs. Wir sind alle aus Hammerholm und wollen hier bei euch wohnen, und zwar ab sofort. Ihr dürft euch uns sehr gerne anschließen, wir freuen uns alle darauf, ein wunderschönes Königreich mit euch aufzubauen. Und Lulu, wie geht's mit dem haarigen Hämmerling? Noch so durchgeknallt wie immer, vermute ich. Interessant, dass du fragst. Eines Tages hat er sich die Werke von Sid angeschaut und plötzlich ist sein Gedächtnis zurückgekehrt. Seitdem ist er ein ganz anderer Hämmerling. Hey, Alter! Das ist ja der Erbauer, weg. Komm zurück auf festen Boden, Alter. Was machen die hier? Was zum Teufel machen die denn hier? Dieses Symbol kenne ich doch. Das gehört zu den Kindern Hagons. Was wollt ihr? Ich bin Walter, Alter. Ich bin Schamane, cool dich kennenzulernen, Alter. Wir sind Missionare der Kinder Hagons, Alter. Wir haben das Eiland hier rein zufällig entdeckt, Alter. Lass dich von uns nicht stören, Alter. Als ich erfahren habe, wer sie sind, habe ich alles in meiner Machtstellung getan, um sie loszuwerden. Aber Bonanza hat darauf bestanden, dass sie bleiben. Aus gutem Grund, sie scheinen großes Interesse am Bauen zu haben. Ganz wie unsere seligen Freund Pastor Earl. Ich bringe sie einfach nicht übersetzt, sie wegzuschicken. Sind, wir brennen nach wie vor darauf, mit dem nächsten Schritt der Bauarbeiten anzufangen. Aber wir wollen niemanden im Weg stehen. Die Neuen können sich kaum abwarten, selbst das Bauen anzufangen. Wir halten uns zurück, während du ihnen die Grundlagen zeigst. Wenn du mal Hilfe brauchst, musst du nur fragen. Ganz meine Meinung, solltest du je etwas brauchen, egal was, musst du nur rufen, dann bin ich sofort zur Stelle. Ich auch, falls du jemanden brauchst, der Erde frisst, weißt du, wo ich bin. In der Erde. Wobei ich immer noch frage, wie du dich durch den scheiß Stein buddeln kannst. Wo irgendwas bauen, meinst du nicht? Wir sollten mal diese haarigen Einsiedler besuchen, von denen wir so viel gehört haben. Ja, alle hinterher. Dann warte mal. Wieder kann sich wieder erinnern.
Hat die Stimme so geleuchtet? Ich glaube schon. Ah, Sinn, du bist zurück. Und wie ich sehe, hast du ein paar neue Freunde mitgebracht. Wer ist denn diese bezaubernde Dame? Bei ihrer Schönheit werde ich ja ganz schüchtern. Hihi, mit Schmeichelein erreichst du nicht sehr ein, Siedler. Ich glaube, das ist die falsche Wort. Mögen unsere Männer mit haarigem Kinn nicht haarigen Rücken. Ja. Bist du der haarige Einsiedler? Von dem wir so viel gehört haben, also wir würden hier gerne leben, wenn es dir recht ist. Ich finde die anderen zwei am geilsten, Alter, mit ihren Muckis, Alter. Warte mal, wer ist denn da hinten, ey, Mann? Da puddelt doch irgendwer. Na, das sind wir Dame, ich wäre ja der, wenn ich nicht Nein sagen würde. Na gut, ich brauchte zuerst eine Unterkunft, aber wo können wir euch unterbringen? Danke, aber noch brauchen wir kein Häuschen oder Hotels, ich will erst was anderes bauen. Sinn, weißt du noch, als ich zu Stein verwandelt wurde, da habt ihr die Goldkneipe ohne mich gebaut, da habe ich echt was verpasst. Zu Wiedergutmachen will ich ein richtig großes Gebäude bauen, was echt Besonderes, was die Leute von weit weg anziehen. Das hört sich nach einer wunderbaren Idee an, Babs. Ich dachte auch gerade, dass Ludotopia eine Touristenattraktion der Spitzenklasse brauchen könnte. Hohoho, wenn es so ist, erkenne ich genau die richtige Stelle dafür, die scharlachroten Sande. Sinn, wieso gehst du nicht nach Osten und schaust dir die zweite Steintafel der Insel an? Ich will wissen, was der Penner da hinten macht. Was magst du? Bist zurückgekehrt? Ja, toll zu sehen, dass du noch ein paar Freunde mitgebracht hast. Was ich so gemacht habe, ich habe die ganze Zeit im Tempel rumgewischt. Dieser Einzelne ist richtig schlammige Geselle, verkleckert überall sein Essen. In einem Moment futtert er fröhlich vor sich hin, im nächsten schwingt er seinen Hammer oder tanzt um so. Eine unsinnige ist das. Okay. Guck mal, wo soll ich hin? Dahinter. Da hoch. Ah, ich sehe es, glaube ich, schon von hier, oder? Tada! Ah, da war ich nie. Oh, das ist ein schön großes, glattes Gebiet, Mann. Richtig geil. Absturz! Du könntest den Malle umbringen. Dann sieht sich die rote Steintafel genauer an. Oh mein Gott, es ist eine rote Steintafel. Wo ist eigentlich der Tisch dafür? Ah, da unten. Hohoho, genau wie die Tatatafel in den grünen Gärten ist auch diese hier von dem Erbauer zurückgelassen worden, der hier einst gelebt hat. Überleg dir gut, was du bauen musst, um hier ein persönliches Inselparadies zu erschaffen. Bis du ein Ergebnis gekommen bist, erscheinen auch die Ziele. Also Babs wollte ein großes Gebäude und ich hatte auf eine malerische Ecke gehofft, aus der ich eine Touristenattraktion machen kann. Sinn, fällt dir etwas ein, dass unsere beiden Ideen vereint? Du hast das bisher so gut gemacht. Sicher kommt dir diesmal etwas in den Sinn, das genauso spektakulär ist. Bilder einiges gewaltigen Bauwerks, das in einem sandigen See mitten von Oasen steht, klimmt in den Gedanken von Sinn hoch. Jaha! Jaha! Baue die Pyramide, baue eine Oase. Willst du mich verarschen, ernsthaft? Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Die Wüste erstreckt sich in der Entfernung, soweit das Auge reicht. Baue eine schöne Oase, in der sich die müden Reisenden erholen und entspannen können. Hä? Tolle Sehenswürdigkeit würde neue Bewohner auf unser Ufer locken. Eine große Pyramide wäre geradezu perfekt. Wir bauen eine Pyramide und eine Oase, der Hammer, das klingt genau richtig für uns Hammerholme. Das ist eine Pyramide, eine Art großer Stachel. Vielleicht können wir Lulu oben drauf stecken, wenn wir fertig sind. Mir gefällt die Gegend, der Sand, die Kakteen, der rote Felsen, ganz wie zu Hause. Belassen wir es nicht bei der Pyramide, bauen wir doch eine ganze neue Stadt. Ich schon alle richtig drauf zu brennen anzufangen, seid ihr immer noch so aufgeregt, wenn es ums Bauen geht? Aber natürlich, Liebe, seit wir Sim kennen, sind wir von Baum bezaubert, müssen mehr konstruieren, mehr. Aber los, wir haben ein paar Materialien aus Hammerholm mitgebracht. Wir dachten, die können hier vielleicht nützlich sein, weißt du? Wir haben nur das Beste vom Besten ausgesucht, was unsere Insel zu bieten hat. Wenn du mal gucken willst, das, was wir mitgebracht haben, kannst du einen Blick in die Truhe werfen. Hui, ihr habt ja wirklich an alles gedacht. Und jetzt gehört mal her, Leute. Arbeitet immer, drücken nimmer. Das ist unser Motto hier in Lulutopia. Fangen wir mit der Arbeit an. Pyramiden entfernt in der Oase an. Möge das Bauen beginnen. Ja, wow. Du wirst mich verarschen, oder? Das bisschen.
Ich habe ja schon 100-mal so viel in meinem Inventar. Während du auf Hammerholm warst, habe ich mir die Freiheit genommen, diese Insel etwas genauer zu untersuchen. Ich weiß genau, wo unsere Touristenattraktion hinpasst. Oh, oh, oh. Es wäre klug, auf Lululu zu hören, während ihr in der Scharlachroten Sonne arbeitet. Sie kennt sich da gut aus. Schau dich nur um und keine Sorge, dass du dich verläufst. Jetzt, da du die Tafel aktivierst, viert hast, kannst du jederzeit zu ihr zurückspringen. Während du hier unten beschäftigt bist, werde ich oben beim Tempel bleiben. Besuch mich, wenn du bei den Tafelzielen abgeschlossen hast. Ich werde auf dich warten. Alles klar. Also los, Leute, hört mir zu. Da drüben bauen wir unsere Pyramide. Potztausend, hier ist so viel Platz, dass wir eine perfekt prächtige Pyramide aufstellen können. Wir könnten sie Schippers schicke Pyramide nennen. Ne, Kumpel, den dicken Oschi benennen wir nach dem dicksten Oschi weit und breit nach mir. Ein Wüstenwunder für ein Wüstenwunder. Die beiden haben nicht mal alle Tassen im Schrank, aber wenigstens sind sie enthusiastisch. Malras, gehen wir mit? Was mit? Wo denn warten? Ich bin nur hinter dir. Wie voll abgeht, ey. Okay. Kann ich jetzt da alles bauen oder muss ich an die bestimmten Seiten gehen? Ah ne, er hat da alles, sehr gut. Was wollte ich machen? Irgendwas wollte ich machen. Scheiße, was ist denn das hier eigentlich? Ach, das soll Minen. Warum ist da eine Kanone? Ich dachte, das ist für Minen. Mama, Mama. Nö. Nö. Ah. Ich will mal was ausprobieren. Was ist das eigentlich? Holy moly. Das ist alles, was ich freischalten kann. Was ist denn das? Bruchlore. Wandbehang. Hast du mich verarscht? Geh weg. Was ist das da? Neu. Ansiedleranzug. Gewand von Mieter. Ja, das hatte ich ja schon. Blätterrahmen. Achso, ja gut. Damenschild, Waffenladenschild, Ladenschild. Du willst mich gerade verarschen, oder? Ihr scheiß dämliche Vieh. Es reicht. Dann nochmal. Laufen die Ratten hier auch als Gegner rum? Ich dachte, die satten Ratten sind gut. Oh, ihr scheiß Penner. Lass du endlich mal in aller Ruhe das Zeug an. Hä? Achso, da unten, hoppala. Was wollte ich hier? Okay, Ketten, Glasboden. Glasboden. Oh, Steintür. Achso, das ist ein Vorleger. Was ist das da? Lehmsteinmauer mit Nische. Schornstein. Cool. Pflanztopf. Kochfeuer. Ja, aber das ist wieder nur eine scheiß Beleuchtung, Mann. Schreibutensilien. Hölzerner Dreizack. Das ist ein Grab, Mann. Superspeier. Sechseckiger Blumenkübel. Ach, scheiße, es gibt so viel Mist da drin, ey. Oh, das Spiel macht mich fertig. Wir kommen. Da wären wir. Die perfekte Stelle für eine Pyramide, findest du nicht auch? Ja, klar. Das ist die Wucht in Tüten, Lulu. Ich hätte selbst nichts Besseres finden können. Also packst du mit an und hilfst uns? Aber selbstverständlich. Ich mag zwar Königin von Lulutopia sein, aber ich habe nichts dagegen, mir die Hände schmutzig zu machen. Ich bin schließlich auch Erbauerin. Wer hat dich zur Königin und dann verdammte Scheiße? So. Entschuldigung, wie gesagt, früh am Morgen Kaffee und so. So, jetzt geht's aber los. Kaffee ist weg. Für dich habe ich eine besondere Aufgabe. Für diese Projekte brauchen wir deine Stärke, also kannst du dich diesmal nicht herausreden. Null Probleme, wenn ein paar Blöcke brechen oder Monster machen soll. Meinungsweise bin ich dabei. Schön, dass du hören. Ich erwarte, dass du bis zum Umfallen arbeitest, um Lulutopia zu dem Paradies zu machen, das es sein soll. Ey, du meinst wohl meine Monarchie des Meuchelns. Ach, ihr zwei Spackos, ey.
Ey, Alter! Hä? Ah, ihr Schiffe der Wahl, wo zum Geil kommt die denn her? Mach dir mal nicht den Sens, Alter. Wir sind nur hier, um zu sehen, wie der Bauer sein Ding durchzieht. Wäre eine Schande, das zu verpassen, Alter. Du wirst gar nicht merken, dass wir hier sind, Alter. Also immer weiter im Text, Alter. Keine Sorge, die Leute. Falls sie aufmachen, prügelt sie windelweich, konzentriert ihr euch nur auf den Bau der Pyramide, ja? Wirklich? Wirklich in dem Moment bist du hungrig? Oder was? Sind sie gestoßen? War nie der Plan, hier Stress zu machen, Alter. Ja, so gefällt mir das schon best. Na, dann würde ich sagen, höchste Zeit, dass wir mit der Bearbeitung der Pyramide anfangen. Moment mal, wir haben doch noch gar keinen Bauplan. Meinst du, du kannst das übernehmen, Sinn? Ach, sieh ruhig, riesig. Ja, ich will das größte Gebäude bauen, das irgendjemand erbaut hat. Ja. Hä? Oh, oh. Oh, verdammte Scheiße. Ach, du. Alter, bist du behindert? Weißt du, da freut man sich drüber, dass man einen riesigen Platz hat. Shit. ...2.121 Tresormauerblöcke, 779 Tresormauern mit Muster und 1.486 Ziegel-Lehm-Ziegelmauern. Heilige Scheiße. Ja, und 8 Kästen. Potztausend sind das irgendwann ein Bauplan. Wow. Ich sagte, aber sowas hätte ich nie erwartet. Die Pyramide wird ein echter Blickfang, wenn sie fertig ist. Halt mal, sie ist doch gar noch gar nicht fertig. Ich dachte, Pyramiden müsste spitz sein. Hast du etwa vor, das bei der Goldball mehrere Schritte einzuteilen? Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich finde es so spannender. Ist ja alles gut und schön, aber wo wollen wir nun all die Blöcke herbekommen, die wir brauchen, um so etwas Großes zu bauen? Ich glaube, das kann ich beantworten. Ehrlich gesagt dachten wir uns schon, dass du so etwas planen könnte. Also haben wir uns vorbereitet. Wir haben nicht nur die Truhe mit dem Besten aus Hammer mitgebracht. Klar, wir haben sogar noch 2 extra mitgenommen. Erinnert ihr euch an die unterirdischen Tempels hier? Aus dem haben wir einen Haufen Blöcke mitgehen lassen. Damit können wir die Pyramide bauen. Na, dann würde ich sagen, wir legen los. Willst du mitziehen? Du musst nicht, wenn du nichts willst. Wir kommen auch ohne dich zurecht. Ganz deine Entscheidung. Ja, scheiße. Wie wollt ihr da fertig werden? Was ist denn da drin? Ah. Hört auf, mal die Truhen aufzumachen. Nimmst du denn alles mit? Ich find's geil, dass die das so gemacht haben, Alter. Ich kann da einfach nicht genug zuschauen, Mann. Da hinten ist die Babs. Jetzt bin ich dran. Okay. Aber ich glaube, ich baue bei denen nicht mit. Ich baue hier meinen eigenen Scheiß. Damit die versorgt sind. Nur ein gigantischer Stachel, oder? Passt eigentlich perfekt zu der Monarchie des Meuchens. Aber so groß! Ey, das ist... Ja gut, wir haben hier eine Menge Platz, ne? Was wollen wir hier sonst alles bauen? Ja, ich gehe erstmal zu Lulu. Zu Babs. Babs.
Pyramide ist nicht der einzige Punkt auf der Liste. Weißt du, die Tafel hat auch was von der Oase erwähnt, aber das Problem ist, hier gibt es nichts als Sand. Wie sollen wir mit dem grünen Oase und hübschen Blümchen drumherum erschaffen, so ganz ohne Erde? Harte Geißel, ho ho ho, nicht verzerrt sagen, meine Liebe. Wenn ihr nicht weiter wisst, könnt ihr einfach ein paar Freunde aus Hilfe rufen, zum Beispiel eure neuen Freunde aus Grünfeld. Was dir viel zu tun, aber es wird ein paar zusätzliche helfende Hände viel schneller gehen. Sind, ich glaube, es wird Zeit, dass du lernst, wie man ein Einwohnerverzeichnis herstellt. Du kannst es an einer Fertigstation herstellen. Wenn du fertig bist, setzt du es einfach auf den Boden. Ich weiß nicht, wie es uns ein Einwohnerverzeichnis helfen soll, aber ich glaube, wir sollten auf dein Alter, auf den Alten hören. Auf dein Alter, ja. Einwohnerverzeichnis. Kann Bewohner umziehen lassen. Also kann ich jetzt dann den Wildfried hierher schmeißen? Hä, hey, warum bin ich... Achso, ich bin ja vorher schon grinding. Hä? Alter, ich muss hier den Boden auch weghauen, ey. Das ist ja alles voll vergammelt. Kann ich den Scheiß eigentlich wegreißen? Nein! Warte mal, gibt's hier eigentlich... Oh, voll langweilig. Ja, ich kann das Zeug jetzt hier auch wegreißen. Kann ich die Wand dahinter auch wegreißen? Schaut's dann irgendwie doof aus. Aber wir kassieren hier mal die Kiste ein. Was wollte ich bauen? Irgendwas mit Einwohnern, ne? Da? Du verarschst mich, oder? Alter! Bau jetzt viele verschiedene Feldfrüchte an. Hä? Wann ist das passiert? Gerade eben? Wie ich sehe, klasse gemacht sind. Na, einer an eine Mini-Medaille. Ja, wer hat damit gerechnet? Nachdem es schon zigmal vorher passiert ist. Bewohner, wir werden helfen, die Feldfrüchte zu ernten, wenn wir müssen. Bitte entfernen einfach die Vogelscheu. Zwei weitere Tafeln ziehen ab und ich gebe deiner Konvertierungskelle einen kleinen Schub. Ja. Bauern ernten reife Früchte und verstauen sie in der nächsten Truhe. Wenn sie die Feldfrüchte in Ruhe lassen sollen, musst du nur die Vogelscheuche vom Feld entfernen. Geil! Ist doch mal dufte, ey. Und jetzt kann man mal bitte einer sagen, wo ich das Einwohner als Erzeichnis finde. Famose Filter Fleckenentferner. Was heißt Fleckenentferner? Kann ich da Sachen die Farbe wieder rausziehen? Hä? Da! Warum ist das bei Einrichtungen? Ach scheiße, jetzt ist es in meiner... Ich hoffe, die haben daran gedacht, dass sie genug Platz machen, damit man wirklich alles verstauen kann. Weil es wäre halt schön doof. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal... Das kommt weg, das kommt weg, das. Ja. So. Boah, scheiße, das Ding ist voll groß. Hesse! Ist das das Einwohnerverzeichnis? Hast du herausgefunden, wie man es benutzt? Hohoho. War klar, dass der andere kommt und mich voll sitzt. Er mag es nicht wissen, aber ich schon. Mit diesem Schriftrolle kannst du deine Freunde zu verschiedenen Teilen der Insel bringen. Das ist nicht alles, was sie kann, aber erst solltest du versuchen, einige deiner Freunde aus Grund herzuholen. Sag mal, so, welche von deinen Kumpels wissen was über Erde? Wir werden welche brauchen, wenn wir die Oase ein bisschen was Grünes verpassen wollen. Wer noch? Der bärtige Typ und das nette Mädel mit der Brille hat doch drauf gebrannt, uns unter die Arme zu greifen, meinst du? Kannst du sie herholen? Das wäre entschieden. Wir holen Wilfried, Rose und Bonanzo her. Los, sind. Benutzt das Einwohnerverzeichnis, bring sie zu uns. Okay. Der Gruppe hinzufügen. Ach, so kann ich den immer mitnehmen, oder was? So, gehen wir mal dahin. Umsiedeln. Island des... Wachens, Bonanzo. Sande. Und wer war es noch? Wüli, oder?
Oh Scheiße, wo kommt ihr her? Fast hätte ich es vergessen. Bist du nicht an das Huhn, das du Peer mitgebracht hattest? Ja, dabei handelt es sich um eine echt fleißige Henne, die hier jede Menge hübsche Eier gelegt hat. Oh. Ich soll jetzt mal versuchen, sie zu kochen. Sie geben einen großartigen Snack ab, wenn du hungrig wirst. Bist nicht du, wenn du hungrig bist. Ich wusste, dass sie ohne mich nicht zurechtkommen würde. Immerhin war ich es, der den Mabau alles beigebracht hat, was er weiß. Hallo Babs, ich bin so froh, dass du mich eingeladen hast. Schon seit du von Bord gegangen bist, habe ich gehofft, dass wir einmal zusammenarbeiten können. Rosi, Wilfried, Bonanzo. Was verschlägt euch drei hierher? Sinn hat einen Hilferuf ausgesandt, da hat er wohl... Das hat er wohl. Hab gehört, dass hier eine Oase anlegt und dafür ein bisschen gute Erde braucht. Güte, ja. Büsschen. Ach, das hat mich verwirrt. Ganz klar Fall für mich. Und Rosi und ich werden unsere beträchtlichen Fähigkeiten einsetzen, um diese spektakuläre Pyramide zu bauen. Viele Hände, schnelles Ende, wie man so schön sagt. Übrigens, wenn ihr noch mehr Hilfe braucht, dann könnte es sein, dass Pierre, Bibi und Lilly gerade nicht allzu beschäftigt sind. Vielleicht könnt ihr sie ebenfalls herrufen. Klingt nach einer guten Idee, Rosi. Wenn wir alle zusammenarbeiten, dann könnten wir die Insel von Sinn in ein echtes kleines Paradies verwandeln. Werden wir. Oh, das wird viel Spaß machen. Wir werden immer weiter bauen, bis wir nicht mehr bauen können. Hey, langsam kommst du hier richtig gut rein, was das Bauen angeht. Sinn. Sieh zu, dass du hinterherkommst. Frauenpower, seufzt. Ich hatte schon gehofft, endlich etwas Ruhe zu haben. Ja, feuer mich an. Danke, dass du noch ein paar Leute hergeholt hast, die uns bei der Pyramide helfen. Ab jetzt wird alles viel einfacher. Oh. Deine Freunde mögen uns unterschiedlichen Landen kommen, aber sie können trotzdem zusammenarbeiten. Von so etwas haben aber auch auf der ganzen Welt schon lange geträumt. Jedenfalls sagt man das. Ich hoffe, du nutzt das Einwohnerverzeichnis voll aus und gibst allen genug zu tun. Aber wo zu tun sind, meinst du, du könntest Wilfried mit der Oase helfen? Ich mache mich an die Pyramide ran. Wenn du damit fertig bist, kannst du mit der Pyramide helfen. Oder noch besser, du kannst uns ein paar Unterkünfte zum Ausruhen bauen. Mal sehen, was braucht man alles für eine Oase? Na, zumindest sollten wir etwas Wasser und Vegetation haben. Gleich in der Nähe habe ich mehrere ausgetrocknete Teiche gefunden. Du kannst sie an der Pyramide, an den Palmen erkennen, die dort noch immer wachsen. Ihm würde eine ganz besonders prächtige Oase abgeben. Er findet sich gleich hinter dem Ort, an dem die Missionare herumlungern. Welchen denn? Zuerst musst du das Teichbecken mit Wasser füllen, dein Topf ohne Boden sollte dabei helfen. Sobald du alles richtig schön patschnass gemacht hast, will ich mich da durch und mache das Uferband nicht genau wie auch. Leg einfach ein bisschen von den Lieblingsfall auf den Boden und ich erledige den Rest. Ah, sehr schön, er gibt mir sogar was. Achso, oh ja, und kann kaum warten, weil alles wächst, bla bla bla. Du mich auch. Hä? Komm her! Nein! Oh, ein Energiepunkt, ja? Was willst du von mir? Da lebt noch einer! Bäm! Also die legen ganz schön. Hä, da ist einer sein Kopf! Ein Schwein! So, jetzt halt. Hey, was, du auch noch? Sind wir jetzt endlich fertig? Ja, na also. Also die anderen sollen wir jetzt auch noch umsiedeln. Pierre. Zack. Was Bibi und Linda ja auch, ne? Mir gefällt es hier wirklich gut. Hier ist doch gar nichts. Achso, ja, ich muss ja das so wechseln. Oh, hoppla. Aber an der Stelle bedanke ich mich wohl fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Dragon Quest Builders 2. Macht's gut und Servus.